So Leute, der letzte Part für heute. Ja, weil es ist schon 23.05 Uhr und ich brauche eine Pause. Ich hätte jetzt einen Triggergeist aufgesucht. Finde und besiege ihn. Nimm dich vor Schneekristalle Nacht. Okay. Ich glaube, nach dieser Mission kommt diese Katze, die wir am Anfang gesehen haben. Ihr sollt mich beeilen, damit ich wieder nach Hause kann. Oh. Wieder erwischt. Ach, wie hab ich denn? Bloß weg hier. Wohin? Zu unserem Geheimversteck. Oh, diese Kinder gehen mir so ganz schön auf die Nerven. Wie schon gesagt, bring die um. Und was hat das mit diesem Geheimversteck auf sich? Was verstecken sie? Ich glaube, in dieser Mission lernt er diese neue Sachen kennen, die schon ein Anzeichen ist für einen Gegner, der bald auftauchen wird. Ja, Megaschatten durch. Nix Megaschatten durch. Nix Megaschatten durch. Ah, Jack, ich bin gerade mit den Sachen fertig, um die du mich gebeten hast. Hier drüben. Was für Sachen hat er dich so gebeten? Yay! Blaue Kürbisse. Danke, Doktor, das wird garantiert ein unvergessliches Halloween. Zweifellos, du bist dieses Jahr in guter Form. Ich habe mich einfach von meiner Umwelt inspirieren lassen. Das merkt man, das merkt man. Sehr gut, ein waches Auge für die Umgebung ist wichtig für einen Erfinder. Da fällt mir ein, hast du mal, beim Erkunden Ugis drei üble Belger gesehen? Sollen was in den Verorten vorhaben? Hast du eine Ahnung, was diesmal sein könnte? Keinen blassen Schimmer. Sally meinte, sie hätte sie neulich gesehen. Ach was, das muss sie sich eingebildet haben. Sie war schon immer eine richtige schwarze Jahre. Rassismus? Nein. Okay, da ist ein Abzeichen. Ich glaube, es gab hier nur zwei, glaube ich, mal. Wenn ich es richtig erinnere. Hab das jetzt. Das war die Megaschatten eigentlich von mir. Was willst du eigentlich von mir, du dreckiges Missgestalt-Ding? Dich werde ich nicht töten, weil du hast keinen Sinn. Du bringst mir keinen Sinn, dich zu. Es hat einfach keinen Sinn, Leute, ihn umzubringen. Es ist echt so, es hat keinen Sinn. Ey, man sieht. Ah, aber man kann nicht durch die Tür, das ist schade. Wenn sie das noch gemacht hätten, das wäre geil. Okay, ich habe hier zwei Schatztruhen bisher. Ja, kommt her, Megaschattenlöch, verfolgt mich doch. Das ist eure Sache, ihr werdet sowieso abkratzen. Irgendeiner Zeit kommt Roxas hier vorbei und dann tötet. Nein, ich meine Sora und bringt euch einfach mal um. Ein einfacher Geist. Das war mal schnell. Ah, da ist eine Truhe. Pyrostein, jetzt fehlen mir nur 5. Ich gehe durch den Weg hier. Wieso muss ich die alle jetzt töten? Langsam das jetzt vorangeht. Okay, wenn das so ist, dann benutze ich die diese Kürbis hier. Die haben auch eine Funktion, das ist klar irgendwie. Ach du Scheiße, wie langsam das vorangeht. Komm. Okay, langsam geht's wieder. Mich in Ruhe hier, verdammt. Okay, dann sehen wir die wahren Limitbrecher mal. Okay, das ist der wahre Limitbrecher, also. Komm nochmal.
Verdammte Scheiße nochmal. Das geht richtig langsam voran. Hallo, wie viel wollt ihr noch kommen? Ihr wollt mich doch nur lassen. Komm jetzt. Langsam geht's wieder normal mit dem Tempo. Aber er war irgendwie auch verständlich, nur wie viele Gegner es auf einmal kam. Komm, einfach mal verprügeln. Das wird jetzt geregelt. Okay, das geht noch viel, viel weiter. Geil. So. Ich hätte lieber den anderen Weg nehmen sollen. Eisrezept. Okay. Muss ich die wieder anleuchten? Okay, er kann irgendwie da durchgehen. Richtiger Uri Geller hier. Das war nicht geplant, aber naja, kann ja auch nicht schaden. So. Damit ist die Tür auf, gut. Wo war die Tür jetzt auf einmal? Ach, die hier. Da kriegen wir jetzt nur zwei Schatztruhen. Der Geist war irgendwo hier. Stimmt, wenn ich den hier gerade, wenn ich den jetzt öffne. Oder wenn ich den hier berühre. Wo ist ich da? Das ist der Trägergeist. Ich weiß nur, dass er beschissen war. Er war wie die anderen Geister, aber nur ein Trägergeist. Immer so easy? Ja, aber bestimmt kommt noch eine Form, wo er so eklig ist. Hallo, kommt mal runter. Was war das denn gerade? Er ist wie ein Schatten durch, er kann auch durch Wände gehen. Aber er ist ein Geist. Das ist ein anderer Grund, warum er das kann. Wie viel MP er hat. Und seine einzigen Moves sind irgendwie nur diese Spasten-Kombos da. Komm, lass mich das doch mal machen. Okay. Vitra. Fast geschnappt. Mach mal eine Pause. Ey, das war knapp, dass er mich endlich fast getroffen hat. Okay, das ist bald tot.
Willst du mich gerade verarschen? Jetzt weiß ich wieder, warum ich diesen Gegner gehasst habe. Sterb am Feuer. Ach, meine Eltern reden wieder so laut. So. So. So, so, so. So, so, so. Aber ich hätte es eigentlich geschafft, wenn ich nicht davor bei diesen Geistern einmal gestorben wäre. Ich war gerade in dem Geist drin. Das muss auch mal einer schaffen. Okay, das Autoanvisieren ist eigentlich cool, aber es nervt etwas. Jetzt auf einmal ist das Blitzrad schnell weg, oder was? Davor war es irgendwie eine Minute lang und davor, ja, ja, komm. So. Pass mal ein bisschen runter, damit das nicht trifft. Komm schon, komm. Tu mir diesen einen Gefallen nur. Der Kampf ist langatmig. Wenn ihr euch den nicht guckt, das kann ich echt verstehen. Ich hätte auch längst vorgespult, wenn das so lange dauert. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, gut, dass er jetzt ein bisschen runtergekommen ist. Das kann jetzt losgehen. Okay, das ist perfekt zu mir gekommen. Das muss man ihn lassen. Komm. Jetzt auf einmal, an dieses Ende perfekt, oder was? Wie hast du denn anvisieren? Egal, perfekt getötet. Hat hier lange genug gedauert? Damit wäre die Mission erledigt. Kehren wir zum Schloss zurück. Warum wir? Du bist alleine. Da sieht man, dass man einen kleinen Fehler gemacht hat. Jetzt zum Tunnel ist erlaubt. Klar, war heilen, schadet ja nie. Ah, jetzt sieht man das. Ja, diese Teile. Die kleinen Ungis hatten ja, also die kleinen Bäcker, hatten ja gerade Angst vor etwas. Das Teil wird man später sehen. Ich bin so groß und da passe ich nicht durch. Praxis. Und da kam ich da, oder? Okay. Also dieses Riesenteil werden wir gleich noch sehen. Wenn wir bevor zum Tunnel rausgehen, wird dieses Teil uns begrüßen. Und wir müssen es bekämpfen. Ich glaube, das wird im nächsten Part dann kommen, der Kampf. Schatten durch. Ich hoffe, ihr hört echt meine Eltern nicht oder die Türen klatschen. Also einen Gefallen mal tun. Ja, komm, bleib mal da. Okay,
Ich werde gleich auch die Kürbis da vorne benutzen. Aber kurz davor kommt dieses Teil. Huh? Sag ich ja. Und dieses Teil hat auch eine bestimmte Bedeutung. Das wird auch gleich geklärt sein, aber das kommt später, die Erklärung. Damit haben wir jetzt geschwächt. Ach, ich hasse die Teile, ich weiß es noch immer. Ich kann jetzt schon sagen, dieses Teil gehört zu einem Boss in diesem Dungeon, also in diesem Welt. Was war das? Besser, ich erzähle das selbst. Ja, jetzt ist okay erlaubt. So, wir jetzt ein bisschen quatschen. Männergespräche führen. Willst du gar kein Eis? Sie hat auch gar kein Eis in der Hand. Schier, oder hast du welches? Oh, entschuldige, Schätze, ich bin einfach müde. Willst du dich hinsetzen? Nein, ich gehe los. Bis später. Voll stumpf. Okay. Ich glaube, da hätte ich auch wieder einfach reagiert. Okay. Na gut. Wenn es so ist. Na, ganz alleine? Wie kann es sein, dass du sie nicht gerade gesehen hast? Egal, Kindermannslogik. Hey, Axel! Und schon wieder hat dein Essen in der Hand. Ja, die verstecken sich, glaube ich, echt unter deinem Mantel. Da ist bestimmt ein Kühlschrank drin. Wo ist Shion? Sie ist gegangen. Vor 30 Sekunden. Hey, wie kann das sein? Ist sie irgendwie vom Turm da runtergesprungen oder was? Sie verhält sich in letzter Zeit seltsam, findest du nicht? Er weiß den Grund. Vielleicht geht das ihr nicht gut. Doch, doch, sag das nicht immer. Wenn du meinst... Ich hoffe, wir bekommen bald wieder Urlaub. Wir können einen Ausflug zum Strand vertragen. Stimmt. Nein, nein. Wo ist es? Hab's. Okay. Sie hat was entdeckt. Der längste Tag. Wieso? Weiß ich nicht. Yay! Das hat man echt lange nicht mehr gesehen seit dem Anfang. Okay, da... Ich habe Axel gestern Abend zum Schloss des Infants geschickt. Wegen der Sache, du weißt schon. Ich habe ihn aufgetragen, unsere Anlagen dort auszuräumen. Er müsste bald zurück sein. Und Namine? Immer noch verschwunden. Verschwunden ist sie in der Tat. Wo könnte sie wohl stecken? Sigbart, das hört sich ja fast so an, als wüsstest du es. Was noch? Jemand hat ohne Autorisierung auf unseren Hauptcomputer zugegriffen. Jemand sollen wir etwa so tun, als wüssten wir nicht, wer das war. Unsere Schätzchen werden langsam zu einem Problem. Du weißt, was ich meine. Unsinn, ich kann da kein Problem erkennen. Nein, kannst du offensichtlich nicht. Was gibt das zu lachen? Was willst du gegen ihn machen? Sigbart töte dich eiskalt, das sage ich dir. Wenn Menschen mit ihren Herzen sehen könnten, dann bist du noch blinder als der Rest von uns, Sykes. Unsere Pläne bleiben unverändert. Axel, Rox und Shion werden die Rolle spielen, die ihnen Kingdom Hearts zugedacht hat. Aber, wenn ihr nichts unternehmt, Shion... Unternehmen? Siehst du nicht, wie perfekt alles läuft?
Shion steuert direkt in ihre Bestimmung entgegen. Das Einzige, was wir unternehmen müssen, ist zuzusehen und abzuwarten. Okay, die ist jetzt im Schloss des Infalls. Mein Kopf! Das ist das Letzte, was du je von diesen Mauern sehen wirst, Shion. Axel? Was machst du hier? Befehle. Hat nichts mit dir zu tun. Was sagst du denn, was du an einem so verlassenen Ort wie diesen finden würdest? Leg mich nicht an. Ich weiß, dass ich von hier stamme. Hier sind die Antworten. Hast du keine andere Mission? Du kannst Befehle nicht einfach so in den Wind schlagen, Shion. Sonst was? Werden sie mich in einen Dämmerling verwandeln? Schlimmer, sie werden das überspringen und dich gleich auslöschen. Weil ich nutzlos bin? Nein, das habe ich nicht gesagt. Kehr um und geh nach Hause, Shion. Axel, ich erinnere mich an Dinge. Ich erinnere mich daran, wer ich war. Hör auf damit, das bringt nichts Gutes. Ich träume jede Nacht. Du tauchst in meinen Träumen auf, Axel. Okay, das kann man echt anders interpretieren. Dann sind das keine Erinnerungen. Wie sollte ich in deiner Vergangenheit auftauchen? Denk doch mal nach, Shion. Du kannst mich nicht für dumm verkaufen. Wir haben uns schon mal getroffen, Axel, in diesem Schloss. Haben wir nicht. Geh nach Hause, Shion. Lass Roxas nicht warten. Bitte, Axel, hilf mir. Ich muss wissen, wer ich bin. Hey, stopp! Shion, nicht da rein! Jetzt beginnt Shion Chain of Memories. Neuer Eindruck in Roxas Tagebuch. Okay, das wäre die nächste Mission. Heute bin ich ein Team mit Luxord. Ist es diese Mission mit den Nova-Schatten durch? Okay, das kenne ich noch nicht. Aber wir sehen uns im nächsten Part.